Und wenn ich, warte, wenn ich aufwache, dann bereue ich immer, dass ich treu war. Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von mir. Heute haben wir wieder Marcel am Start. Yo, was geht? Nachdem wir wieder ein Video ohne Ton aufgenommen haben, also nicht wir zusammen, sondern ich habe gerade eins gedreht und ich könnte gerade mein Leben hassen, aber ich versuche professionell zu bleiben. Ne, wir drehen jetzt aber auf jeden Fall deswegen mal dieses Video, damit ich kurz eine Pause bekomme und ich danach erst wieder mein anderes Video nochmal neu drehen kann. Ah, du hast ein Post-it schon dran gemacht, sehr gut. Ja, ich habe mir jetzt hier so ein Post-it an das Dings gemacht, so ein Zettel hier, wo jetzt drauf steht Ton an, Fragezeichen. Krass, also ich habe mal gehört, wer denselben Fehler zweimal macht, hat echt... reingeschissen. Wie kann man das denn nicht sehen? Man sieht doch da, ob es ausschlägt oder... Na. Weißt du, wer auf jeden Fall jeden Ausschlag sehen muss? Hautärzte. Das Video, wo Marcel Fragen beantwortet, die ihr euch nicht traut, Jungs zu fragen, das ist so gut angekommen. Es sind so viele Daumen nach oben gekommen und es hat echt gute Klicks gemacht. Deswegen, ich habe euch ja gesagt, wenn es gut ankommt, machen wir auf jeden Fall einen zweiten Teil. Falls ihr wollt, dass es eine Reihe wird, also falls ihr wollt, dass noch ein Teil kommt und noch ein Teil und noch ein Teil, dann gebt diesem Video wieder einen Daumen nach oben. Ihr könnt es auch sehr gerne auf Instagram folgen. Da habe ich euch nämlich aufgefordert, Fragen zu stellen und Marcel macht das vielleicht ja auch. Vielleicht dreht das Format ja mal um für seinen Kanal, man weiß es nicht. Könnte man machen. Jetzt wäre perfekt, diese Umfragenfunktion zu machen, aber die hat ins YouTube herausgenommen. Wie, ist sie nicht mehr da? Nein. Krass. Ich habe das in jedem Video eingebaut, aber ich war anscheinend der einzige YouTuber, der das gemacht hat. Ja, ich glaube auch. Also ich habe es auch noch nie gemacht. Achtet ihr auf den Style von Mädchen oder auf die Outfits? Ich glaube, es kommt darauf an, ob der Typ voll so into it ist bei Outfits, bei Klamotten, bei Trends etc. Also natürlich achtet man schon auf, man hat ja trotzdem, auch wenn man sich jetzt nicht aktiv damit beschäftigt, hat man ja schon seine Präferenzen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich mag es, wenn Frauen zum Beispiel Hoodies tragen, gibt es ja viele, die mögen das so Casual Hoodie Looks oder so, dann achtet man da schon drauf, aber glaube, dass das jetzt nicht weltbewegend ist. Aber natürlich, Kleider machen Leute ist natürlich ein Motto, was schon, also das wäre jetzt eine Lüge, wenn ich jetzt sage, es hat damit gar nichts zu tun. Ja, aber es kommt wahrscheinlich echt drauf an, ob man jetzt ein Fashion-Icon ist. Ja genau, also die wenigsten Jungs, die ich jetzt kenne, würden jetzt sagen, oh, den Trend, den rockt sie aber richtig krass. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist halt, aber es gibt natürlich andere, bei denen es ganz anders ist, die sich ja voll auskennen. Ja. Warum schreibt ihr immer mit 100 Mädchen gleichzeitig, aber lasst jede denken, dass sie die einzige ist? Da kennt Marcel sich aus, weil er hat mich als allererstes auch in einem Gruppenchat angeschrieben, also in so einer Broadcast-Liste. Also, das Ding ist, ich rate sogar meinen Kollegen, die gerade so voll Liebeskummer haben, immer dazu, mit vielen Mädchen zu schreiben. Es klingt super hart, aber es hat eigentlich eine sehr weiche und ehrliche Message oder eine ehrliche, einen Hintergrund. Und zwar ist es ja so, dass es oftmals das Mädchen ist, was dem Jungen Korb gibt. Ich weiß, es gibt es auch andersrum, aber das ist das, was ich jetzt subjektiv in meiner Wahrnehmung öfter mitbekommen habe. Deswegen, um diesen Schmerz zu verhindern von dem Korb, ist es vielleicht besser, für den Jungen ein paar Türen offen zu halten. Aber dieses Klarmachen, dass die Einzige ist, das finde ich dann schon wieder etwas schwierig, wenn man das so auf Krampf auch noch so befeuert. Weißt du, dass das Mädchen hat vielleicht schon diese Ahnung, also oder denkt, sie ist die Einzige und dass du dann noch lügst. Also ich finde immer, beim Lügen hört es dann auf. Ja. Das heißt, wenn sie dich fragt, schreibst du noch mit anderen, dann musst du natürlich abwägen, wie du das jetzt rüberbringst, dass es so ist. Aber Exklusivität gibt es ja eh nur in einer Beziehung und deswegen, das sollte allen klar sein, so finde ich. Also, aber du redest jetzt gerade davon, dass Jungs Liebeskummer haben und es dann machen. Genau. Und wenn sie keinen haben? Wenn sie keinen haben, dann bei nichts auf der Welt ist es ja wirklich intelligent, keine Alternativen zu haben. Bis man sich dann natürlich festlegt und dann sollte man es lassen. Ja, ich glaube, um echt sein, Mädchen schreiben auch mit anderen Jungs. Natürlich schreiben Mädchen auch mit anderen Jungs. Hä? Das steht ja gar nicht außer Frage. Okay, das ist jetzt wieder eine Style-Frage, aber mögen Jungs es mehr, wenn sie sich so sehr girly anziehen oder auch so... Das kommt ganz drauf an. Ja, okay. Ja, das ist halt Geschmackssache. Ja. Also ich glaube, jeder sollte sich einfach treu bleiben. Träumen Jungs von anderen Frauen, obwohl sie eine Beziehung haben? Also ich habe das witzigerweise heute noch mit Sonny gesprochen. Ich habe, glaube ich, die letzten 6 Jahre gar nichts geträumt. Habe jetzt heute die Ach, die hast letzten... du wieder von einer anderen Frau geträumt? Nein. Nein, gar nichts insgesamt habe ich geträumt. Und die letzten Nächte träume ich erstmal wieder. Also es kann sein, dass jetzt mal wieder öfter vorkommt. Ich habe heute... Hoffentlich. Ich habe geträumt von einem anderen Typen. Aber den kannte ich nicht. Also im Traum kannte ich den irgendwie. Und dann habe ich aufgewacht und habe von einem anderen Typen geträumt. Also ihr seht, Leute, wie ich damit jetzt umgehe. Das ist vielleicht auch das, was ich einfach als Tipp geben kann. Falls du diese Frage jetzt mit einem eifersüchtigen Hintergrund oder so geschrieben hast, die Leute können sich ja nicht aussuchen, worüber sie träumen und dementsprechend ist doch scheißegal. Er soll ja doch von Pamela Anderson träumen, solange er dann neben dir aufwacht. So. Ja, genau. Manchmal, wenn man aufwacht, fühlt man sich dann so richtig schuldig. Oder man denkt sich so... Ich denke mir immer nur so, Mann... Ich schlafe wieder ein. Weißt du, was bei mir das Ding ist? Ich bin immer treu. Das Einzige, was ich weiß, ist, wenn ich mal was träume, bin ich immer treu. Ja.
dann habe ich schlechtes Gewissen, weil ich eine Freundin habe. Nee, ich bin immer in einer ganz anderen Beziehung. Und wenn ich aufwache, dann bereue ich immer, dass ich treu war. Weil ich dann ja erst checke, dass es ein Traum ist, weißt du? Aber ich bereue es halt manchmal aufzuwachen, ja. Alter, what the fuck, okay. Was heißt es, wenn ein Junge einen anstarrt, wenn er einen sieht? Was weiß ich, das, wenn er euch öfter mal anguckt, dann findet er euch wahrscheinlich hübsch. Man guckt ja gerne die Dinge oft an, die man hübsch findet. Okay, mögen Jungs ist genauso, wenn man ihnen irgendwie einen Spitznamen gibt, so. Du hast wie Schubi. Genau, so aus wie Schubi. Ja, also wenn sie so einen Spitznamen haben, den sie halt... Achso, du meinst jetzt so einen Namen, den du dir für ihn ausdenkst? Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. Ja? Das klar. Ist süß. Natürlich. Siti? Ja, zum Beispiel. Weil Siti guckt. In der Öffentlichkeit muss es nicht unbedingt sein. Okay, die Frage finde ich richtig interessant, okay? Wie wichtig ist das Aussehen des weiblichen Intimbereichs? Weil man sieht ja, nicht jeder sieht ja da unten gleich aus. Da unten, Alter, das habe ich zuerst in der dritten Klasse gesagt. Ja, was weiß ich, man nimmt das wahrscheinlich schon wahr. Ja, aber wie wichtig ist es? Nicht so wichtig, weil ich sage mal, wenn es bis dahin schon gekommen ist, dann... Dann magst du die Person schon ein bisschen mehr. Ja, also guck mal, wenn man es jetzt mal evolutionär betrachtet, ist das ja der letzte Schritt. Das ist ja die Schwängerung. Ja, oh, ja nee, aber würdest du, wenn da jemand ganz komisch aussieht, einen Rückzieher machen oder ist es egal? Also ein Rückzieher dann ist ja eh schon schwierig, aber ich sag mal so, wenn es jetzt nichts mit ungepflegt zu tun hat, sondern weil es halt einfach irgendwie, keine Ahnung, dann ist es völlig in Ordnung, GTF. Also an dich, an die, die Frage gestellt hat, mach dir da mal darum erstmal keine Sorgen. Nee. Einfach gepflegt sein und der Rest ergibt sich dann. Ja. Wenn du ehrlich interessiert bist, dann zeigst du es auch. Stimmt diese Aussage oder spielen Jungs auch gerne? Also das ist jetzt die große Frage, wie das gemeint ist, ne? Also Jungs, ich glaube, Jungs sind so, das ist halt so, wir können, das ist schwierig. In Schubladen wollen wir hier eh nicht denken. Man kann es ja allgemein sagen. Ja, genau. Allgemein, also ich sag mal so, ich bin so, dass ich dann auch, wenn ich Interesse habe, auf jeden Fall zeige ich es. Das sollte man auch machen. Das kann ich auch an die Jungs als Tipp geben, weil keiner wird euch nehmen, wenn ihr nicht mal einen Anstand gemacht habt, so, weil das ist ja genauso. Deswegen werden die meisten ja gefriendzoned, weil die einfach komplett nichts machen. Ist ja klar, dass ihr dann gefriendzoned werdet, weil ihr seid ja nicht sexuell attraktiv dann. Aber wenn es jetzt so rum gemeint ist, ja, Jungs machen vielleicht auch mal jemandem, geben das Gefühl, Interesse zu haben, wenn das Interesse eigentlich noch gar nicht so groß ist. Das ist wahrscheinlich auch dieses Warmhalten-Thema, was wir eben schon hatten. Das gibt's wahrscheinlich auch, aber... Mein Ring. So unter deinem Stuhl. Also in den seltensten Fällen werden Jungs... Also, wie soll ich das sagen? Der Worst Case ist, wenn sie Interesse haben und das nicht zeigen. Das ist nämlich auch ein dummes Spiel. Das bringt auch gar nichts. Ja, das ist vielleicht, wenn die zu schüchtern sind. Oder? Ja, natürlich. Aber das ist halt, ist ja dann, kann man ja dran arbeiten, ne? Oh, süß. Verliebt man sich als Junge schnell? Oh, das ist eine süße Frage. Warum tragen Jungs immer eine Unterhose unter der Badehose? Das scheinen ja gar nicht alle zu sein. Also ich kenne es auch so. Aber neulich hatte ich ja schon mal, hatten wir nicht, du warst doch darüber verwundert, dass ich das gemacht habe. Mhm. Also keine Ahnung, ich finde... Also ich verstehe das immer nicht, weil Badehosen sind ja dazu da, dass sie das Wasser also nicht so aufsaugen. Ja, aber das tun halt viele Badehosen. Und das Ding ist, wenn ihr zum Beispiel das mit einem Bikini oder Badeanzug vergleicht, also Badeanzug ist ja sowieso schon mal, kann ja schon mal nicht rutschen. Ja. Und Bikini kann sich ja vor allem echt gar nicht aufsaugen, weil es ja quasi gar kein Stoff so. Und als Junge ist es halt so, dass dann, die kann sich natürlich, eine Badehose kann schon sehr schwer auch vollgesaugt sein. Und damit die, wenn ihr aus dem Beckenrand kommt, nicht runterrutscht, hat man dann zur Not nochmal die Boxershorts drunter, die halt deutlich fester sitzt. Echt? Ja. Aber eine Badehose kann man doch auch so zuschnüren. Ja, aber das ist doch unangenehm, das will doch keiner. Also so, das ist meine Begründung. An die Jungs, die es vielleicht auch machen, schreibt gerne mal, warum ihr das macht. Interessiert mich, also das ist meine Begründung dafür. Aber dann muss man ja, aber wenn man wieder rausgeht aus dem Wasser, die Unterhose auch rausziehen. Genau, die ist dann auch nass. Okay. Aber dann ist das ja eine Marktlücke, gut sitzende, bequeme Badehosen. Versucht euer Glück bei Hülle der Löwen. Kuschelt ihr auch manchmal mit eurem besten Freund oder ist das eher so ein Mädchending, dass Mädchen untereinander kuscheln? Also ich muss sagen, ich bin auch keine Kuschlerin. Caro zum Beispiel will immer mit mir kuscheln. Oder so, dass ich sie kraule oder sie mich krault. Und ich bin immer so, nee, ich will nicht. Also so umarmen und so geht schon. Aber so kuscheln kenne ich jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Nee. Also ich kenne, also das stimmt schon, dass Mädchen das mehr machen. Also es kann auch gut sein, dass das gilt, also das stört mich auch nicht, können die ja machen. Ja. Nur ich, so kuscheln, nee. Ja, ich würde schon sagen, dass das eher so ein bisschen ein Frauending ist. Aber ich bin auch keine Frau, die das macht. Welche Angewohnheiten findet ihr an Frauen am nervigsten? Also ich weiß, das ist jetzt eine sehr Schubladengedankenaussage, aber wenn man es so machen würde. Ach Gott, ich kann ja sagen, was ich generell bei Menschen nicht mag, welches Verhalten. Mhm. Irrationales Verhalten mag ich bei Menschen
generell nicht. Was heißt das? Sachen, die ich nicht logisch finde, Reaktionen, die ich nicht logisch finde, Emotionsausbrüche, die ich nicht logisch finde. Guck mich nicht so an, wenn du das sagst. Natürlich muss ich dich angucken, von wem habe ich es denn? Ja, natürlich muss ich dich angucken. Warum? Du stellst mir doch die Frage und ich habe ja in den letzten 4 Jahren jetzt nicht sonderlich viel Kontakt zu Frauen außer dir gehabt. Freiwillig. Ja, freiwillig. Sollen wir lieber einen BH anziehen, der bequem ist, aber unsere Brüste jetzt nicht wirklich pusht, oder einen Push-Up-BH tragen? Zieht einfach einen BH an, der für euch bequem ist. Oder keinen. Ist es dir egal? Ja. Würde es dich schockieren, wenn du mit jemandem rummachst und dann merkst du, dass die einen Push-Up-BH anhat? Null. Nein? Völlig egal. Nein, ich glaube, manchen ist es unangenehm. Es ist scheißegal, wie groß eure Brüste sind. Oha, das würde aber, glaube ich, nicht jeder sagen. Dann sagt es halt nicht jeder. Ich sag's. Und was Marcel sagt, das stimmt. Ich weiß ja, welche. Ich habe damit jetzt einfach mal abgekürzt, weil ich ja weiß, welche Frage dann letztendlich dahinter oft steht. Welche Frage? Ja, die Frage war ja die nach dem BH, aber die ursprüngliche Frage dahinter ist natürlich dann schon nach der Größe, weil letztendlich trägt man ja auch kein Push-Up-BH, wenn man kleine Brüste hat, wenn man große Brüste hat. Doch, es gibt, also ich hatte, kenne da einige, die große Brüste haben und trotzdem pushen. Ja, aber gut, das ist aber ja nicht schlimm, weil dann stehen die vielleicht in manchen Outfits besser und so. Hm. Pinkelt ihr immer im Stehen oder auch mal im Sitzen? Also ich pinkel nur im Sitzen zu Hause. Ja? Ja, ich will nichts dreckig machen. Und woanders? Ja, wenn ein Pissoir da ist, dann im Stehen. Und sonst? Sonst gehe ich nirgendwo hin. Also nur wenn ein Pissoir ist, gehst du auf Klo? Ja, also bei allen Leuten, wo ich privat bin, setze ich mich hin. Ja. Und im Restaurant gibt es immer ein Pissoir zum Beispiel. Okay. Bei uns in der Schule war das so eklig, da haben die Jungs oh, ich will das nicht hören. Ich finde das ekelhaft. Wie die so überall gegengepisst haben, so ich richtig asozial. Das ist irgendwie die einzige Sache, die ich wirklich komplett räudig finde. Wenn man kein Hoch bekommt, schämt man sich dann als Junge? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man, vielleicht kennt es ja einige, oft ist es ja zum Beispiel so, wenn man Alkohol getrunken hat, dass es dann schwieriger wird und so. Klar gibt es jetzt wieder die Jungs, die sagen, ich hatte das noch nie. Oder man aufgeregt ist. Aufgeregt ist, genau. Also letztendlich, da gibt es ja Gründe für. Und also ich glaube jetzt nicht, dass es Mädchen gibt, die sich dann auf euch stürzen und sagen, oh mein Gott, das ist so peinlich, was du hier gerade abziehst. Boah doch, ich glaube, es gibt so eklige Mädchen, die das machen. Auch face-to-face so. Face-to-face weiß ich nicht, aber die dann so hinten rum und dann kriegt der Junge das mit oder so. Boah, das ist auch so reidig, als ob man was dafür könnte. Ja, ist echt so. Ja, es ist halt wirklich, es ist halt lächerlich so. Also ich hatte früher, kann ich dazu noch erzählen, die ersten Male, wenn ich mit irgendeiner geschlafen hatte, hatte ich immer Probleme dabei und so nach dem dritten, vierten Versuch ist es dann immer weg gewesen und dann immer perfekt, aber das ist halt so, ich glaube viele Jungs, das ist halt einfach Anspannung. Klar gibt es die Jungs, die schlafen in der Woche mit 7 Mädchen, dann ist sie natürlich irgendwann weg. Ja. Ist ja klar, dann kannst du ja nicht mehr aufgeregt sein. Wo kommt euer Ding hin, wenn ihr groß macht? Das ist eine gute Frage. Ja, das hängt dann halt da. Man muss es halt meistens runterdrücken. Warum denn dann? Damit es nicht an den Rand von der Dingens kommt. Ja, damit es da nicht drauf liegt? Nee, nicht drauf liegt. Von unten ist es ja auch, es hängt ja nicht komplett so runter, sondern es ist ja so. Ja. Muss man halt so runterdrücken meistens. Und dann kommt es aber nicht nach hinten? Nee, das kriegt man schon relativ schnell raus, wie das funktioniert. Okay. Ja. Okay, also man muss es eigentlich dabei anfassen. Man muss nicht, aber ich finde es irgendwie besser, als wenn es dann die Schüssel berührt. Ja. Stimmt. Oder wenn, oh Gott, ich will gar nicht, dass da überhaupt irgendwas berührt. Das muss jetzt echt nicht sein. Haben Jungs genauso Probleme wie Mädchen mit ihrem Körper und sind auch unzufrieden? Auf jeden Fall. Also absolut, es ist identisch bei Männern wie bei Frauen, glaube ich. Ich glaube, dass es komplett unsere Gesellschaft aufgrund der Schönheitsideale und so, die suggeriert werden von Social Media, aber auch schon früher durch irgendwelche Magazine und so. Ich denke mal, seit es irgendwelche Arten von Medien gibt, ist das wahrscheinlich das Hundertfache schlimmer geworden. Mhm. Wahrscheinlich war es die 1750 auch nicht geil, wenn man irgendwie nicht perfekt aussah, so, aber Perfektion gibt es eh nicht. Also das ist ja eh das Ding, was ihr nie vergessen dürft, ist, dass Leute, die für euch vielleicht perfekt aussehen, genau die gleichen Probleme haben. Ich habe da schon mit Leuten geredet, mit so Fitnesstypen, Maschinen, Sixpack, Muskeln, die hatten die schlimmsten Komplexe. Mhm. Das Einzige, was ich sagen kann, ich fühle mich zum Beispiel jetzt durch die 15 Kilo, die ich abgenommen habe, deutlich besser. Also ich fühle mich besser, aber auch gesünder und fitter einfach. Und ja klar, das ist eigentlich auch das, worauf es ankommen sollte. Aber ich glaube generell, viele Leute, die übelst muskulös sind, vergleichen sich mit, keine Ahnung, was genau, für Bodybuildern. Genau, die wollen dann die krassesten sein. Und das ist ja auch immer so, man vergleicht sich ja oft nach oben. Ja. Und also diese Komplexe ist wirklich ganz schlimm. Und Social Media ist ja das Allerschlimmste, was da diesbezüglich passieren konnte. Oh Mist, ich nehme jetzt Podcast auf. Okay, Leute, Caro ruft mich gerade an. Ich glaube, das war das Letzte, was wir reingenommen haben. Falls ihr Bock habt auf einen neuen Teil, lasst ein Video, den Daumen nach oben da. Ne? Genau, schau bei Marcel vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!